schnell wieder eine Full Lethality, aber du kriegst ihn nicht direkt tot. Das ist immer super amüsant, weil die Leute darauf einfach nicht klarkommen, dass du Bruiser spielst. kann ich verstehen. Wer mag denn eigentlich? Ich? Nein. Einfach nur nein. Big dislike. Big like. Ja, von mir aus. Was nehmen wir denn damit? Das ist nochmal von den Schadenswerten hier. 160 bis 140, 50 bis 220. Ja, okay, das ist 0,5er Bonus AD Scaling. Es ist irgendwie obvious, dass ich das mitnehme. Sudden Impact, I suppose. Eyeball Collection, I suppose. Ravenous Hunter. Ja. Ich krieg jetzt sowieso jeden Scheiß in den Arsch geschoben. So, was nehmen wir hier mit? Ich habe übrigens jetzt richtig gute Kindred Rune gefunden. War nicht die besten, aber gute. Kleptomancy Kindred? Goddammit. Goddammit. Bestrafung für den Witz. You have anyone want to save? Yes, I want to save. Jungle changes invalid. What? Wen spielt ich top? Was an error setting your runes page. Ja, die runes page ist auch nicht fertig, du verdammtes Fuckspiel. Oh shit. Banner Champion. Wie kann ich auf den Schwellen? Teemo. Und da ist er doch. Ah, man merkt, ich bin Troll. Gott fucking damit. Und wieder rasten, ey. Er rastet, der rostet. Und schon wieder top. Und du bist mit. Gott fucking damit. Tote etwa nicht schnarchen. ich kann auch den Stream jetzt wieder klein machen. Bann a Champignon. Oh, jemand hat. Oh, Reiterhosen Ronny. Dankeschön. Guter Bann. Soll man sagen, meine Bans sind scheiße? Nein, aber du hast nicht Jogash gebannt. Was will ich damit sagen? Und das hätte ich Togef ist einfach nur. Ich könnte kotzen! Ich will doch nur diese eine Karte. Diese eine fucking Karte. Und ich bekomme alle anderen. Das ist so zum Kotzen. Was ist dein Problem? Ich spiele Yu-Gi-Oh! Duel Links und da gibt's gerade so ein Event. Da kämpfst du gegen so einen Typi. Und der kann ihm halt besondere Karten. Ja, Duel Links ist halt ein Spiel, was für ein Handy gibt. Also nichts Besonderes. Achso, Handy Games. Und da kann man ihm halt besondere Karten kriegen. Und ich will nur eine Karte und die bekomme ich nicht. Ich bekomme alle anderen. Das ist so zum Kotzen. Tja. Und das ist auch zum Kotzen. Das ist echt der Wurm drin. Bist du eigentlich schon Level 31? Bist du schon Level hochgekommen? Nee. Hab ich geguckt. Auch nicht. Weil du kriegst da so eine Kapsel, wo halt Champion Shards drin sind, ja. Meine erste Kapsel bestand halt aus 3 450er Champs und 2 135er Champs. Und ich dachte, Alter, noch weniger IP geht nicht, oder? Also, Blue Essence. Hey, jetzt bin ich wieder Jungle. Ey, Support. Warst du eigentlich, inzwischen warst du auch jede Rolle, oder? We do what we must. Just,
So, zurück zu meinem Plan, Jungle zu spielen. Nein, ich brauche nicht die Kekse. Nicht irgendwas von hier. Die Stopwatch. Das ist doch immer scheiße, ne? Ja. Vielleicht will ich doch die Flash Traction und. Nee, der Support hat beim letzten Mal auch nicht funktioniert. Und da ist Sägeband. Ist Elite Support viable? Ah, nee, das habe ich schon mal gespielt. Hat auch nicht funktioniert. Nein. Ich frage mich, ob der Ultimate Head verbuggt ist mit K6 Ulti. Weil die kannst du ja reaktivieren. Kriegt man dann mehrere Stacks? Überleg dich mal nicht draus. So. Das ist Riot-Bugs. Oh Gott, sneeched. One. Why Support? Sneeched. Geh weg. Wayne Support? Twisted Feet Support? Nee, 20 Dezimeter. Nee, nicht Meter. War. Normal. Ich glaube, ich nehme die Kekse nicht mit, aber dafür. Nein. Die Flash Traption. Alter, was ist denn heute los? Och, Leute! Mir ist gerade hängen geblieben. Ich glaube auch. Ich weiter den Stream. Ist bei dir auch hängen geblieben? Ja. Ja, der. Ich glaube, wir sollten lieber unser Client neu starten. Meinst du? Ja, wenn es hängen bleibt. Also bei mir ist, bin ich bin wieder raus, wieso? Oh, ich nicht. Ich habe jetzt mal Client neu gestartet. Also oh, okay. Ich starte jetzt mal Client. Okay, ich merke schon, lol, Bug trat einfach generell rum. Vielleicht auch besser neu. Also ganz normaler Attack in League of Lego. wie es aussieht. Jetzt mal ganz im Ernst, warum streamt ihr um 14 Uhr? Da ist doch niemand zu Hause. Was? Na, nix da, das streamt halt einfach um 14 Uhr. Das hat wirklich niemand zu Hause. Ja, Mann. League of Legends reagiert nicht mehr. Ja, cool. Ich wollte es eigentlich starten. Verdammte Scheiße. Ah, jetzt hat sich irgendein Ding aufgehangen. Es ist also ein Ernstspiel. Oh. These players are not ready. These 79. Ich find's gut, dass auf jeden Fall die Lobby erhalten geblieben ist. Wir haben für Stardust Installation auch nicht schon wieder. Gib mir einen Moment. Ja, ich hab Zeit. Das mein LOL hat sich gerade nicht mehr verbuggt, mein LOL hat sich gerade einfach auf eine ältere Version zurückgesetzt. What? Ja, das macht das Spiel automatisch, wenn es abstürzt aus irgendwelchen merkwürdigen Client-Fuck-Abgründen. Und dann reloadet sich das automatisch. So, das dauert zum Glück überhaupt nicht lange. Das ist bei mir nicht. Ah, guck mal, ich hab sogar Login-Queue. Welchen Champion soll ich mir holen? Ich kann mir noch einen Champion holen. Ich kann mir, glaube ich, noch drei holen oder so. Sowieso, ich habe 20.000 IP für die Icons ausgegeben und so. Oh mein Gott, das hatte ich. Oh, hallo Lobby. Lel.
So. Und hier Support, nice. Und wieder Dschungel, nice. Rep sicher. Rep. Wie gesagt, er Red, den rep. Sprachchat verlassen. Weil er AFK ist. Verdient. Evin Banish. Ich habe gerade einen Stellenanruf von der Frau Regina Bang vor mir. Ist die mit Regi verwandt? Non. Fucking hell, Evelyn gebannt. Nu. Nu. Fuck it, this happened to me. I made my mistakes. But nowhere to feed. Habe ich der Kaios 2 Händler plus 5 gehört? Nein, hast du nicht. Nein, hast du nicht. Das Fühl. Genau. Cool. Talent Support ist viable, richtig? Nein. Was hat er denn alles? Er hat einen Slow. Das war's. Und First Blood. Das ist ein Passiv, er hat immer First Blood. Ich dachte, Annie hat immer First Blood. Oh. Ich wollte gerade sagen, ich will Tanky Andy spielen, aber es ist schon seit ewiger Zeit nicht mehr, weil die Support-Items gechanged haben. Ist halt ein bisschen scheiße gewesen. Er ist nicht mehr viable. Tanky Andy. Tanky. Tanny. Tanky Andy. Timmy, auch genannt. Du bist das immer noch Move Speed Annie. Und denkst du bist out of range? Nein. Nee, Tibbers. Nee. Okay, sie haben 1, 2, 3, 3 bis 4 Dashes. Hobby. I'm just the bottom of the hammer. Ja, Kane's Q ist ein bisschen gemobbt. Lucian ist auch gemobbt. Tristana ist sowieso, wenn du an ihr dran wirst. Die kommt nämlich nicht weg. Jop. Oh, Lucian Support. Cool. Lucian Support. Also nehme ich mal an. Keine Ahnung, ob ich hier hin soll. Ja, nee, sollst du nicht, Sui. Wie meinst du mit Sui? Sui-Tag? Nein, Sui Shomaro. Achso. Guck Stream. Achso.
Also Anivia Top Lane. Die haben keinen richtigen Tank, außer Kayn geht. Okay, die haben Full Tank. Hm? Wollte gerade sagen, die haben keinen Tank, aber dann habe ich Kayn gesehen und mir gedacht. Ja, kein Tank, haha, lustig. Garen Toplane hat Ignite mit. Cool. Gegen Anivia. Was ist mit unserer Order los? Holy fuck. Was ist generell mit der Order los? Stimmt, der Gegner-Order ist auch für den Arsch. Wieso haben wir keine Mastery-Emotes mehr? Was ist mit Mastery-Emotes? Wir können keine Mastery-Emotes mehr spammen. Wir sind weg. Ja, weil die im Moment. Halt der Maul. Ja, hast du nicht gelesen, dass Mastery-Emote disabled ist? Nein, denkst du, ich lese so etwas? Ja, ich würde da jeden Tag an deiner Stelle gucken, ob Kindle disabled ist. Ganz ehrlich. This is the type of features. My hobby is eating yordles. Gell, Poppy? Warte, was? Der Hobby is eating yordles? Ja. Viel Spaß. Das klingt nach einem sehr beunruhigenden Hobby. Ja. Ein frustrierenden Hobby. Sag das K6. This guy is weird. He likes to eat yordles. Zum Frühstück. Okay, mir fehlt definitiv ein wenig das Attack Speed, das merkt man. Und alle Pussys. What? You don't get it, right? Because you're not white. Like I am. Was hat das geraucht? Alles. Ein bisschen zu viel. Mir fällt gerade auf, ich habe falsch gewordet. Mein Kayn kommt doch nicht durch den Busch. Der kommt durch die Wand. Du. Mein Vater hat einen Raffaello-Torte mitgebracht. Cool. Nice. Interessiert mich nicht. Schmeckt geil. Interessiert mich immer noch nicht. What? Okay. Lack an Ignite. Weißt du, was das Problem von der Nivea Toplane ist? Richtig, es ist in Nivea. Ja, und da ist jemand ziemlich tot. Das habe ich gesehen. Und als gut befunden. Vielleicht mal Outtakes, kennst du? Kennst du so viele Outtakes? Oh mein Gott. Das Schöne ist, dadurch, dass der Kayn da verreckt ist, kann ich jetzt einfach in seinen Jungle gehen. Nice. Erstmal gucken gehen. Hallo Kromp. Ist das ein AP-Lution tatsächlich, ey? What the fuck? Nee, der fängt mit dem Ding an, oder? Ich glaube nicht, dass der AP bleibt. Der hat 36 AP, wie viel Ding? 10. Ja, der hat 36 AP. Das weißt du aber auch nur, weil er fucking Adaptive Shit dabei hat. Deswegen AP bekommt, weil er AP gekauft hat. Siehst du das Problem? Nee. Oh fuck, hängen geblieben. Oh mein Gott, wie geil! Nein, kriegt der aufs Maul? Nee, nur Varus. Dann ist er gut.
Wir reinert in echt auf das Teamfeld. Oh, das wäre so cool. Der Varus wird halt einfach von allen getroffen. Das hat. Völlig. Warte, wer spielt welche Rolle? Ich spiele eh nicht so gut. No, meins. Fuck you. Die kommen. Doch nicht. Warte, ich sollte nicht mit dem fighten, dann kriegt er Stacks für den. Ich will nicht, dass er Stacks für den geht. Ich will putzen mit Peter spielen. Hier, ich mach mal Wischen. Guck mal. Oh. Okay. Ich werde erstmal exhausted. Good job, Varus. Ich kann dir da nicht helfen übrigens, ne? Also, ich weiß. Bevor du meinst, dass ich dir da helfe. Die Portschlange von nur help. Ja, die. Der Lotion, der ist Support. Okay. Ich sehe es ja schon ein. Verdammte Kacke. Ich lasse mir die Option mal offen. Ja. That just happened. Eins von 20. Fucking hell. Was macht der Varus? Mal ganz im Ernst. Hättest du gedacht, Fien macht Spaß und deshalb stehe ich einfach in die Gegner drin. Nur weil ich gesehen habe, dass er auf Out of Position bin und ist und kein Mana hat. Und ich kann kein Deutsch mehr. Mhm. So zick war der Move gerade von mir. Einfach weil ich mit Brain spiele, im Gegensatz zu Varus. I will not justice! Boop tot. Find schon so Master, ist noch so ein Master Emote Spam von eurem Motto. Ha, du kriegst mich nicht in einfach so Putz, Gern Ulti. Mann, ich brauch Schuhe, ey. Ah. Hup. Komm, Dragon, komm, komm, komm. Okay, never mind. We're not doing this. So, oh, ich hab meine Schuhe. Nice. Endlich.
Und Towers down. 3, 2, 1 und tot. What? Aber ich hab's genau dann. Kacke. Nee, war es einfach nur Kacke, weil er einfach nichts kann. Sich von allen treffen lässt. Und dann wundert er sich, dass Donald Trump Präsident wurde. Weißt du, sie hat's gesehen. Und sie stirbt trotzdem. Ich hab's ihr gepinkt und sie hat's gesehen. Und sie stirbt trotzdem. Ihr pinkt es so, als könnte ich da was machen. Ich hab nichts gepinkt. Mich dann merkt, der hat mich gerade gewone-shottet, ne? Der Kane. Ja, das tut er immer. Warum auch immer. Nein, nicht mit einem Item. Mit einem Item ist das retarded. Das tut er immer bei Squishy Champions. Mit einem Item. Mit einem Item ist das retarded. Ja. QR Ulti sollte niemanden töten. Das tut nämlich kein anderer Champ, bringt dich mit einer Spellrotation um. Das schafft nicht mal eine Syndra. Das Hündras ist vielleicht 80% HP, aber die ist darauf ausgelegt. Oh, look, you're dead. Weißt du warum? Weil seine Q keinen Cooldown hat. Lel, der hat geflasht. Lel. Sie hat ihn gebaitet. Weil ich einfach so sick bin. Ich weiß, was du jetzt denkst. Ist es dein Ernst? Das denke ich mir schon die ganze Zeit, wenn du den Mund aufmachst. Geil. Weißt du, ich sollte Wrestler werden. So einen großen Mauer hat jeder Wrestler. Alter. Warum war da gewordet? Oh. Lucian hat extra für die Krabbe geultet. What the fuck? Also der Junge kann sich auf jeden Fall hart gehen. Kann man sich nur so hart gönnen? Kann man nur. Und Kane kommt mit Lane, cool. Und Tristana ist mit Pro Sport Lane. Und cool. Schwarus ist wieder tot. Cool. Oh, nee, Lux ist tot. Aber es ist so widerwärtig, dass er das überlebt hat. Ich komme. Der Zerkacke. Scheiße. Ja, sorry, ihr habt halt alle gefeedet. Weißt du? Die Lux ist halt bad, der Varus ist bad. Und so der Garen spielt Full Lethality. Dubstep Ignite. Whoop, whoop. Tamer. Der Diss des Tages. Deine Mutter.
Was soll man denn machen, wenn der Botlane scheiße ist und die Midlane auch scheiße ist? Gar nichts. Kha'Zix muss halt scalen, der braucht halt seine Items. Im Early Game ist der so scheiße, weil er seine Evolution nicht hat. Und Kane ist Assassin, dieser Idiot. Wieso? Er ist Ahead. Wenn du Ahead bist, ist Assassin besser. Ding ist nur allgemein gesehen besser. Wenn du Ahead bist, ist Assassin besser, weil als Assassin tötest du Leute mit QW. Was ich immer noch finde, dass es komplett retarded ist. Da ist gewardet. Und man könnte meinen, ein Champ wie Kha'Zix, der auf einzelne Targets ausgelegt ist, ist besser als ein Champ wie Kane, der AOE-Spells auf jedem Spell hat, außer der Ulti. Aber nein, Kane Damage ist einfach höher. Das heißt tatsächlich Arpeluschen. Ich finde halt schön, dass einfach niemanden interessiert, dass die Tristana da die ganze Zeit pusht. Natürlich hatte sie noch hier diese Bitch. Das ist so gay. Das ist so gay. Ja, ich weiß schon, warum ich keinen Kha'Zix mehr spiele. Kha'Zix einfach nichts mehr machen kann, wenn er behind ist. Damit, also wenn du mit Kane behind bist, gehst du Ding Assassin, bist trotzdem. Gehst du da. Ist auch ein Assassin, dahin. Also. Und bist dann sowieso noch nützlich und praktisch immer noch OP as fuck. Wenn du mit Kha'Zix behind bist, machst du nichts mehr. Das für den Rest des Spiels. Das finde ich super scheiße, dass Kane das kann und Kha'Zix einfach nicht. Oder dass Kane das überhaupt kann. Weißt du, Kane sollte das nicht können. Kane sollte nicht von behind Leute one-shotten können. Aber das kann er, weil er wenn er einfach die Items dafür, die zwei Items, die er jetzt gerade hat, praktisch hat. Oder er geht einfach Darken und tötet halt alles als Darken, weil er dann nicht mehr verrecken kann. Und sich einfach dachte, ja, geben wir ihm Survivability bis zum geht nicht mehr und hat sich sie. Als bräuchte er das, ne? Der verliert ja nicht mehr Schaden dabei, er gewinnt eigentlich nur Schaden. Ich finde, sein Schaden sollte nicht prozentual werden, wenn er Darken hält. Oder nicht heilen, eins von beiden. Beides ist zu viel. Also das eine ist gegen Tanks gut, das andere ist gegen Tanks gut. Mit dem Ding kann er beides. Und kann damit auch Squishies fighten. Das ist einfach retarded. Und ihr seid wieder alle tot. Also Darken Kane sollte vor allen Dingen auch keinen Escape haben. Aber den hat er ja auch. Und zwar 10-fach. Und zwar auf einem 4-Sekunden Cooldown. Das kann ich nur sagen. Fuck you. Ganz ehrlich, beämmt mal eure Mutter. Endlich, ich bin nützlich. Flügel. You stay here. Oh, wie auch immer das passiert ist. Good job. Unser Dragon. Ja, die sollten sich mal eher darum kümmern, dass der Garen gerade den Schurke den Inhib-Turret gepusht hat.
Okay. Da kam der Deep Impact. Und jetzt baue ich sowas von Bruiser. Aber sowas von baue ich jetzt Bruiser. Könnt ihr mich alle mal... Und ich gehe weiter in Full Tank. Yay. Yay. Yay, damit wir auch einen Tank haben. Gut. Ja. Pretty much. Ich kann gerade nicht nachgucken, mein Programm ist abgeschmiert. Das. Ach du Scheiße, die sind zu dritt Botlane. Scheiße. Der hat so 5 Tilt. Marus, warum bist du nur so verdammt scheiße? Ich kann nicht machen, ich hab keine E ab, ne? Schade. Good job. Kurz Dead Frozen. The fuck is he playing? Lulushen. Du machst 0 Damage. Und kriegst viel Damage. Viel Spaß mit dem Garen. Ja, genau. Vapor. Oh, okay. Fuck off. Forget. Ich bin da. Willst du Stress, mein Freund? Willst du Stress, hä? Er hat eine Gang hinter sich. Ich finde, der sollte diesen Kack nicht benutzen können, wenn er... Im Kampf ist? Wenn er im Kampf ist. Weißt du, es hieß ja, das Ding funktioniert nicht im Kampf, aber es funktioniert ja im Kampf. Er kann ja durch die Wände durchgehen im Kampf. Wenn er das nicht mehr könnte, weißt du, hätte er zumindest schon mal keinen Escape mehr, der einfach richtig billig ist. Ich meine, er hat eine Ability, die sonst keiner hat. Jetzt stell dir mal bitte vor, Aurelion könnte mitfight einfach mit seiner E über Wände. Das wäre genau das, was Kane kann. Nur, dass Kane dich one-shotten kann im Gegensatz zu Aurelion. Und dass Aurelion nicht seine Richtung wechseln kann. Richtig. Dafür kann er halt 3 Kilometer in die Richtung, aber... Und Garen ist fast tot, wenn wir jetzt nicht Midlane pushen. Also ohne Knopf. Nein, die ist was tot. Sag ich ja. Ich möchte angemerken, das ist ein Full Damage Garen. Das interessiert aber anscheinend niemanden, dass der Typ Full Damage spielt. Aurelion konnte doch damals mit der Überwände. Ja, der kann auch immer noch Überwände. Ja, ich kann weiß auch nicht mit im Kampf Überwände. Das konnte er früher. Kann er nicht. Konnte er auch nie. Das konnte er auch. Das haben die rausgenommen. Kann ich mich nicht erinnern, dass er das jemals konnte und ich habe den seit Release gespielt. Ich habe ihn nie gespielt. Also Franzosen in unser Team, Franzosen im Gegnerteam. Baguette. Baguette. Komm her, Faggot! Ah, der ist unten rumgegangen. Ja, und jetzt ist er wieder weg, weil er kriegt ja Movespeed. Weißt du, wenn dadurch, dass er halt auch Movespeed in der Wand bekommt, kann er doch einfach die Wand berühren und kriegt Movespeed. Und dass er geheilt wird.
Und dann wird er noch geheilt. Das ist dieses gesamte Kit von dem ist überladen. Aber die E ist einfach das, wo du dir so denkst, warum hat er das? Zusätzlich zu dem ganzen Schaden und dem permanenten Gap Closer und dem Slow. Und ich meine, komm schon, das hat Kha'Zix hat einen Slow. Das war's. Ich hab einen Slow. Und wow. Ein bisschen Damage. Und Damage, ja, aber an einem Ziel. Der Typ hat sehr viel Damage. Und CC wie scheiße, wenn er will. Und selbst wenn er nicht will, hat er immer noch die Möglichkeit, einfach Leute zu one-shotten, ne? Da war gewardet. Okay, er hat nicht. Wie viel Geld brauche ich denn noch? 1900. Das ist so teuer, die Kacke. Hm. Garen wird es zur Late Game nicht mehr können, was er gerade jetzt kann, aber. Ich habe gerade mal Sima Quest auf der Anteilen gepockt. Bin so gut. Guck mal, die ballern die ganze Zeit vom Schaufel und machen keinen Damage. Macht dir Spaß. Ja, die ballern aber auch auf die Lux drauf. Die Lux hat schon hat nur noch 500 Leben. Komm her und fight mich, du Pussy. Ich finde, er sollte den Slow verlieren, wenn er ist Darkness. Also du kannst einfach nicht den Typen alles behalten lassen und nur Buffs geben, die ihn Leute schneller töten lassen. Das ist einfach retarded. Nein, er hatte kein Flash mehr. Unlucky. Na egal. Warum bin ich fünfmal gestorben? Weil du Kacke bist. Ich hatte noch nicht mal gemerkt, dass ich überhaupt in den letzten 100 Jahren überhaupt einmal gestorben bin. Bin echt Kacke. Kann man? Okay, jetzt for science. Kann man da bis das da drüben flashen von dem Busch aus? Ja, okay, kann man. Cool. Ach, hast du dieses diesen Flash-Ersatz? Ja. Okay, das sah buggy aus. Ja, die Gegner sind halt auch immer zu fünf. Wir rennen immer so zu zweit rum. Oder Garen alleine. Oder Garen alleine und drückt Tasten. Was Garen halt zu machen? Ja. Hab ich schon erwähnt, dass der Typ gefeedet ist? Ich klau ihn dem Panther. Ich werde ihn sowas von dem Panther klauen. Nein, fuck you! Ja. Leute, ihr habt einen Full Damage Garen gefeedet. Und das Schöne ist, das Gegnerteam spielt nicht darum rum, dass es der absolut einfachste zu kiten des Champ im Spiel ist. Stattdessen haben sie jetzt einen Typen vor sich mit 50% Crit-Chance, Trinity und Duskblade, der sich praktisch aus dem Busch mit der Q one-shottet. Praktisch. Und ein Kha'Zix vor sich, der die nächsten zwei Items nur Tank gehen wird. Und ich einfach denke, yo, ihr könnt mich mal kreuzweisen. Ja, Ficker. Ihr Langnasen. Ihr Juden. Oha. Oha. Da habe ich jetzt das richtige, den richtig sicken Insight ausgepackt. Oh, guck mal, ihr habt Overstage. Glückwunsch. Ein fucking Level noch. Surprise!
Was? Die lachen mal dreckig, Alter. Holy shit. Oh Gott. Kommt da gerade dein Timo in dir durch, oder was? Alter, das war ja mal widerwärtig. Oh Gott, man, die Gegner haben gemerkt, dass Adegaren komplett useless ist. Cool. Meine Ult ist leider on Cooldown. Ja, frag ich aber wieso. Okay. Ich glaube, wir sollten... Ah. Das war zu spät, Bitch. Ich hab den Teamfight nicht... Autsch. Au. Okay, wer ist da live? Six und K6. Und Kane. Gut. So, dass wir das geklärt haben. I am living change. Nur wissen ja, change is good. Außer auf YouTube. Ja, auf YouTube ist change nur shit. K6 ist triggered. K6 hat die YouTube-Trends vorhergesehen. Gott, der tut mir leid. Auf das mal Internet. Kauf dir erstmal Internet, dann reden wir weiter. So, die Herrschaften, willkommen bei Bruiser K6. Dem Ort, an dem... Ja, habe ich schon erwähnt, dass Full Damage Garen dich mit der Q one-shottet. Hier haben sie den Beweis. Ich möchte anmerken, der baut gerade Borg. Vermutlich wegen dem Slow-Effekt oder so. Wahrscheinlich auch wegen irgendeinem Livestream. Komm her, du Faggot. Ich möchte anmerken, ich habe Tank gebaut, du Vollhorst. Nice try. Can touch with K6. Ja, das passiert, wenn du gegen ein full gefeedete AD-Leute-Team einfach Abrüstung kaufst. Fixt sie. Gott, Deadman's Blade ist so ein geiles Item. Meanwhile, Garen pushing an Inhib. The game. Okay, die Nibi hat mir gerade 1500 Schaden gemacht mit QE. Alles klar. Warum kann der Anivia Wall meinen Ult abbrechen? Weil Anivia Wall leichte CC ist. Warum? Ich hasse es. Halbe Sekunde. Das ergibt keinen Sinn. Okay, warum macht die Anivia so viel Damage? Weder Magic Pen, also. Doch. Okay, die hat Ding. Ach ja, ich vergesse ja immer, dass ich keine Runen hab. Was retarded ist. Meanwhile, Garen being useless. As always. Und die wissen doch, dass der da ist. Am ehesten hat der Varus Counter-Objective gemacht. Oh, tot. Ach ja, Lux, richtiger Call. Midlane. Ich will nur einen von euch. Eigentlich. Die Leute X-Host mich immer noch. Hättest du es nicht früher machen können? Nein. Okay. DC. Leute. Hallo. Hallo. Varus, what the fuck? Du stirbst gegen den Typen.
Und ich bin mir sicher, dass er jetzt sterben wird, weil Kane müsste eigentlich schneller sein als Varus. Allein nur, weil er Ghostblade hat? Alleine, weil er Ghostblade hat und Movespeed in der Wand bekommt. Gut, ich wollte Ding bauen. Guess I'm going this now. Weißt du, weißt das, was falsch ist, wenn du 28 Farben mehr hast als dein Midlaner? Als Jungler. Wohlgemerkt. Als Jungler. Ich bin tot. Oh mein Gott, was für ein Faggot. Toter Faggot. Sondern so, ich kann euch nicht wirklich helfen, ihr seid halt alles so kacke. Gut, du kannst mich nicht fighten. Ich hoffe, ihm ist das so Lust, ne? Dass der mich nicht fighten kann. Bist du in den Turm? Komm, trau dich. Ich kann halt nichts dagegen machen, dass ihr halt alle komplett scheiße seid. Du bist übrigens wieder tot. Na scheiße, Psyche nicht gleich aufhört, so laut Videos zu gucken. Ja, was willst du machen, wenn dein ADC und dein Midlane einfach nur Shit ist? Also wirklich, die waren Shit. Die waren richtig Shit. Ich hab mehr als das doppelte Damage gemacht. Als unser fucking Varus. Ich meine, guck dir an, der Six war useless. Ja. Die Deng, wenn wir das ganze Game auch useless. Und die Botlane von denen war einfach nur gefeedet. Und ich hasse es, dass man Leute nicht mehr für refusing to communicate with team reporten kann. Ich hasse es.